Hallo Leute und willkommen zur 72. Folge von Undiscovered. Ich habe vergessen, mein Zeug ordentlich zu machen und deswegen kam jetzt der Chat. Also ich habe hier schon mal angefangen, das zu platzieren und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das letzte Mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Diesmal muss ich echt keinen Zeitraffer dafür machen. Denn warum sollte ich? Das ist diesmal so easy, dass ich nicht mal weiß, was da so hinkommt. Okay. Das kommt dann dahin. Aber ernsthaft, das ist einfach. Oh nein. Hier so. Und die letzte Reihe. Es sind noch vier. Wohin kommen die vier? Ich glaube, ich habe zu wenig gemacht. Ja, könnte sein. Aber warum? 1, 2, 3, 4, 5 und dann nochmal 5. 20. Ich brauche noch. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich bin einfach nur zu blöd zum Gucken. Und hier hinten. Und bald kann ich auch mal machen, dass wir hier einfacher hinkommen. Uns nicht immer porten müssen. Also, wir porten uns dann schon, aber anders. Ich hasse Blöcke. Ich hasse sie von Herzen. Das ist eine Liebe. Genau, ich sag, ich hasse Blöcke. Ich hasse sie von Herzen. Das ist eine Liebe. Oh Mann, bin ich klug. Darauf kommen jetzt die Ruined Marble. Perfekto. Dann kommt hierhin eins. Hierhin kommt eins. Und das letzte kommt. Perfekt. Perfekt. Einfach perfekt. Dahin. Chiseled Marble kommt bestimmt oben drauf und dann 1, 2, 3. Hier 1, 2, 3. Vielleicht hätte ich doch einen Zeitraffer machen sollen. Ich dachte mir aber, das ist zu einfach. Oh Mann. Alles mache ich richtig. Alles. Ja, perfekt. Es scheint jetzt richtig zu sein. Attuned Altar und damit bekomme ich jetzt die Attuned anderen Dinger. Celestial. Ja, ich baue mal nur vier. Astral. Das ist einfach da. Okay. Okay. Woran erkenne ich, dass das gemacht wird? The relay is glowing in the dark, in the bright blue light as starlight streams through them. Okay. However, such a Ich lese mal leise. Ich habe mich mal ein bisschen erkundigt und, also, heute ist schon der nächste Tag. Ich habe mich ein bisschen erkundigt und wir brauchen erstmal ein Teleskop. Dafür habe ich nochmal hier Sachen hergestellt. Dann kommt hier, glaube ich, das Gold hin. Hier ein Plank.
Und dann brauche ich den Resonating One, den ich hier drin habe, um das ein bisschen zu automatisieren. Das sehen wir aber in einer anderen Folge vielleicht mal, wie ich das richtig automatisieren würde. Und dann brauche ich das hier, das, das und das, um ein richtiges Teleskop herzustellen. Ja, komm. 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 Hallo. Beeil dich doch mal. Die Nacht geht nicht ewig. Flair. Tschüss, Flair. Die Spinne, die soll mal nach unten. Danke. Das Teleskop möchte ich am liebsten hier drauf haben. Dann geht das damit? Ich kann die irgendwie verbinden. Und ich weiß nicht, was das bringt. Verdammt. Vielleicht muss man die Großen miteinander verbinden. Nee, die werden wieder kleiner. Verdammt. Astral Sorcery Telescope. Ja, ja, das ist geil. Mitten in der Folge beim Teleskop mal nachgucken. Braucht man die Constellations und ja, ja, Looking Glass Telescope. Ja, ich probiere es einfach mal. Irgendwie. Ich probiere es einfach mal. Gott. Leute, ich habe was geschafft. Ich habe Diskida erforscht oder so. Und ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber wenn ich das jetzt hier in die Offhand lege und dann kommen hier so blaue Blitze und dann kann ich hier diese Teile hinlegen. Oh, ich hoffe, das schaffe ich noch in der Nacht. So. Ist das alles richtig? Da noch. Ah, jetzt kommt das. Und dann kann ich das da reinwerfen. Und dann wird es attuned. Hoffe ich. Und ich hoffe, dass ich diese anderen drei dann auch noch in der Nacht schaffe. Wenn nicht, wäre das so kacke. Das sieht doch echt episch aus. Ja, fester. Weil wenn ich das jetzt in der anderen Nacht noch machen wollen würde, dann könnte es sein, dass das Sternbild nicht mehr da ist. Und das wäre kacke. Nein. 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 Oh. Jetzt heißt es warten. Beziehungsweise Time at 18.000. Dann ist die nächste Nacht. Sehe ich es am Sternenhimmel? Nein, ist mir egal. Ich habe nämlich nicht allzu viel Zeit heute. Und ich will noch eine Folge aufnehmen. Und deswegen muss das jetzt so sein. Muss man wieder OBS öffnen. Ja, alles tutti frutti. Ja. Komm schon. Komm schon. Du bist fertig? Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Nein, jetzt werde ich attuned. Ich will da wieder raus. Aber ihr seht wenigstens, wie ich attuned werde. So.
Schade, ich dachte, jetzt sieht man wenigstens die Rüstung nicht mehr. Scheinbar schon. Und ich krieg dann irgendwelche Fähigkeiten oder so, aber die brauche ich eigentlich auch gar nicht. Aber ist ja egal. Also ich könnte mir dann irgendwie Fähigkeiten holen. Was ich noch nicht wirklich verstanden habe. Was ja aber auch egal ist. Okay. Ich lass mal noch den anderen dann machen und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt sind wir hier und können die Gaia-Pylone hoffentlich jetzt endlich machen. Jawohl. Perfekt. 4 Gaia-Pylonen. Und ich hoffe, wir brauchen keine Nacht mehr. Ich hoffe es einfach. Ich hoffe es bitte. So, Gaia-Pylone. Nee, das brauchen wir auf jeden Fall. Dann brauchen wir noch das. Wir brauchen... Ja, ich hoffe mal, das geht mit denen. Eins noch. Genau, 9 davon. Und... Dann nehme ich nochmal 4 Glas mit. Perfekt. Ich nehme mal das Lexica Botania noch mit. Lexica, weil ich die Größe meistens nicht so weiß. Das Ritual auf Gaia. Visualize. Ich nehme mal alles aus der Hand. Und ja, das kann man doch hier machen. Denke ich. Wir werden sehen. Ansonsten jammert das Programm einfach rum. Also Botania. Das können wir mit den Atomic Disassembler machen. Und ich weiß, da stehen Eisenblöcke, aber ich mache das mit Draconium-Blöcken. Einfach weil wir es können. Dann kann das dahin und die Gaia-Pylone da oben drauf, die irgendwie echt scheiße aussieht. So extrem klein. Komisch. Upsala. Hallo? Da. Bitteschön. Du kommst hier hin, bitteschön. Muss das echt Eisen sein? Upsala. Da habe ich eben doch der Beacon steht. Ach man, dann hole ich mal Eisen. Tada, Structure. Bei mir stand gerade Structure complete und... okay. Es steht sogar noch im Chat, Structure complete. Nice. Kann ich halt nochmal bauen. Und vielleicht kennt ihr das schon. Damit wollen wir jetzt den Gaia beschwören. Es ist vielleicht etwas dumm, das so zu machen, wie ich das jetzt machen werde. Aber, naja, ein bisschen dumm muss man halt auch mal sein. Mal gucken, ob wir einen OP-Apfel machen können. Hätte ich ja mal vorher nachschauen können. Können wir nämlich nicht. Okay, dann ist ja alles gut. Dann nehme ich mir hiervon mal einen Terrasteel. Und einfach mal ausprobieren. Ist jetzt ein bisschen laut die Musik. Und ich hätte vielleicht einen Bogen machen sollen. Oder einfach mal eine bessere Rüstung. Ach ja, fliegen kann ich hier ja gar nicht. Ach man. Der Kampf wird einfach für den Gaia. Ich will nämlich sterben. Ich will... Los. Lass mich... Genau. Das wollte ich jetzt. Weil... Die Folge ist auch ganz schön lang. Aber eine Sache möchte ich noch nachgucken.
Die Draconic-Rüstung. Ist die einfach zu bauen? Das ist einfach. Das ist auch noch einfach. Draconic, ja, das geht eigentlich. Ich zähle einfach mal, wie viel Zeug wir brauchen und so. Kann ja schon mal alles vorbereiten. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge eventuell die Wyvern-Rüstung machen. Aber erstmal sage ich, Dankeschön fürs Zusehen. Als Geist. Habt noch einen wunderschönen Tag und ciao, Leute.